Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Test-Vorstellungsvideo, keine Ahnung, wie ich es nennen werde. Und zwar möchte ich euch hier, weil wir haben ja schon Unboxing und Hardware-Video und ich habe es mit Rudi getestet, und zwar von EKSA, das E900 Pro, und es kann 7:1 Surround-Sound emulieren, das 2-in-1 Gaming Headset. Das geht auch für PS4, PS5, Xbox One, PS5 steht hier nicht. Xbox One, Xbox Series S, Series X, Nintendo Switch und PC. Da gibt es auch ein Programm für, wo ihr dann halt dort einstellen könnt, wie die Boxen sein soll. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir wollten uns einfach mal den Mikrofon anhören. Ihr hört jetzt praktisch auch schon die ganze Zeit das Mikrofon. Wir werden hier den Test zweimal machen. Einmal machen wir den jetzt hier, ich bin mit USB-Anschluss dran. Ihr seht hier, dass die leuchten. Und damit, ich habe hier auch keine Audioverbesserung, seht ihr? Keine Audioverbesserung an oder sonst irgendwas dergleichen. Einfach nur, das Mikrofon ist auf 100%, mehr nicht. Rein ungefiltert, den Sound hört ihr jetzt, wie sich das Mikrofon anhört. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Ich werde auch gleich nochmal schweigen für ein paar Sekunden, für etwa 5 bis 10 Sekunden, damit ihr hört, ob da Hintergrundrauschen ist. Und es könnte sein, dass meine Waschmaschine ist gerade etwas laut, also dass ihr die vielleicht hört, aber ich hoffe halt nicht. Und danach werden wir das Gleiche nochmal machen, aber mit dem, habe ich irgendwo hingelegt, mit dem Klinkenkabel, hier liegt er. Und werden uns dann mal anhören, ob sich da denn irgendwas ändert. Und wie gesagt, da werde ich auch keine Mikrofonverbesserung oder sonst irgendwas machen. So, jetzt würde ich sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu schweigen, damit ihr hören könnt. So, habe ich mal 10 Sekunden geschwiegen. Da habt ihr das mal hören können. Ich weiß selber noch nicht, wie es sich anhören wird. Ich bin selber dann ganz gespannt. Das werde ich aber dann erst in der Bearbeitung wissen. Ich muss jetzt hier kurz einen Cut machen, weil ich muss die Aufnahme einmal kurz beenden, dass ich das hier alles umbamsel und dann im Programm selber umstellen kann, dass wir dann halt praktisch das Klinke-Headset nehmen. Da werde ich dann praktisch ganz normal den Klinke-Kabel nehmen mit einer Weiche, die ist beim Headset mit bei, dass man von einem Klinker auf zwei kommt, und dann mache ich ihn hier onboard vorne im PC rein, das Headset, und stelle vorher dann alles um, und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich habe das Mikrofon auf 100% gemacht, so wie beim anderen auch. Ich sehe aber schon, dass der Ausschlag mehr ist. Das ist ganz normal das Mikrofon wieder hier, aber diesmal mit, wo war man? Hier. Mit einem Klinkekabel, der dann eine Y-Weiche hat, von einem Klinker auf zwei Klinker, einmal Mikrofon, einmal Kopfhörer. Ich werde euch auch kurz demonstrieren, dass das auch wirklich an ist, dass das dieses ist. Ich werde jetzt sprechen und drücke gleichzeitig hier jetzt dann mal den Mute-Knopf am Headset. Ich lasse auch die Hand oben, damit ihr nicht denkt, dass ich irgendwo was ausschalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23, 24, 25. Ihr habt da gesehen. Also dieses ist auch wirklich an. Esel fressen Nesseln nicht. Nesseln fressen Esel nicht. Ich werde jetzt auch gleich nochmal schweigen, damit ihr Hintergrundgeräusche hören könnt, ob da welche sind und wie schlimm die sind. Also laut meiner Optik, jetzt was ich jetzt nur so vom Pegel vom Aufnahmeprogramm sehe, hat er beim Klinkenanschluss, ist er lauter. Und beim Klinkenanschluss hat er mehr Hintergrundgeräusche, weil ich sehe einen kleinen fitzlichen Grün, wenn es kurz mal leise ist. Werdet ihr gleich sehen. Ich bin jetzt mal kurz leiser. So, sollte auch irgendwie reichen jetzt. Ich bin echt gespannt, wie sie sich jetzt anhören werden im Nachhinein, wenn ich das Video gleich bearbeiten werde.
Ich habe auch noch mal getestet. Also es gibt ja auch für die Kopfhörer hier eine Software. Die seht ihr hier. Ja, hier ist sie, da. Die geht aber nur, wenn die Kopfhörer mit USB angeschlossen sind. Bei Klinke funktionieren die nicht. Also die Software nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern, wenn man mit USB einstellt, inwiefern die speichert, bleibt bestimmte Einstellungen, auch wenn man mit Klinkeanschluss drin hat. Das weiß ich nicht. Das werden wir alles testen noch. Ja, dann will ich jetzt hier auch einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.